Das ist eine wunderschöne Runde, sehr große Anteilnahme, das freut mich. Ein spannendes Thema haben wir heute. Michael bringt uns mit, SEO on-page sozusagen. Und dann würde ich gleich sagen, wir starten durch und ich übergebe dir das Wort. Okay, Michael, alles gut? Super, danke. So, ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Da ich Schweizer bin, entschuldigt bitte mein Deutsch. Es kann sein, dass ich ein paar Wörter ein bisschen komisch ausspreche, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Frage vorab, wem sagt denn SEO etwas? Und wer weiß, was SEO on-page heißt? Okay, das ist schon ziemlich cool. Da ich das super spontan jetzt gemacht habe und wirklich vorhin im anderen Vorlesungssaal entschieden habe, das hier vorzutragen, sind die Folien leider in Englisch, aber da ich es in Deutsch erkläre, hoffe ich, dass das dort trotzdem für alle verständlich ist. Ansonsten einfach Fragen. Ich hoffe auch, am Schluss werden wir noch Zeit für Fragen haben. Die Folien müsst ihr nicht abfotografieren, wie ich erzähle. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze dann via Slideshare einsehen. Da sind sie bereits oben oder ich stelle das via meinen Blog dann zur Verfügung. Also, was heißt On-Page genau? Also, es geht wirklich darum, dass wir nicht um AdWords, sprechen, sondern dass es wirklich um beispielsweise Yoast geht, also die Plugins direkt auf eurer WordPress-Webseite, mit denen ihr den Inhalt, die Bilder, Videos, was auch immer, Texte sowieso für Google, ich sage jetzt einfach immer Google, weil die ja über 90% Marktanteile haben, optimiert. Also nichts Bezahltes, sondern eigentlich geht es darum, das gratis zu machen, auch eben wie ihr bei Punkt 2 und 3 seht, mit dem Metatitel und dem der Meta-Beschreibung. Genau. Soweit das. Dann reiche ich das immer so ein bisschen an mit konkreten Beispielen, um euch das ein bisschen aufzuzeigen, eben für diejenigen, die das noch nicht kennen oder noch nicht genau wissen, was es genau bedeutet. Und zwar haben wir eben ganz oben, wie ihr seht, den Metatitel. Beispielsweise eben Startpage, das ist so eine kleine Side-Note, ich nutze Startpage, ich nutze nicht Google, aufgrund von dem bekannten NSA Whistleblower zum Beispiel, einfach um Datenschutz und so weiter. Und dann haben wir darunter die Meta-Beschreibung, sprich oben, man sieht es vielleicht ein bisschen so hinterlegt, es sollte grau hinterlegt sein und rechts am Daumen gegen oben. Das ist ein gutes Beispiel, aus dem Grund, der Titel ist klar und die Beschreibung ist auch klar. Sprich, wenn ich es vergleiche mit dem unteren Beispiel von X-Quick, hat es am Schluss einfach zum Beispiel die drei Punkte nicht. Die drei Punkte weisen darauf hin, dass da eigentlich noch mehr Text wäre. Die Beschreibung, also beispielsweise die Länge der Meta-Beschreibung, aber beschränkt ist von Google selber und natürlich auch vom Yoast-Plugin, die das dann angepasst haben. Was so viel bedeutet, dass ihr natürlich darauf achten solltet, dass die Beschreibung eben nicht diese drei Punkte aufweist, sondern dass die Beschreibung wirklich genau so lange ist, maximal so lange wie erlaubt. Und das sagt euch das Plugin dann zum Beispiel. Darauf komme ich dann später noch zurück. Und das habe ich dann unten auch in den zwei roten Punkten so hervorgehoben, dass eben unten der Metatitel zu kurz ist und diese drei Punkte am Ende eben verhindert werden sollten. Dann finde deine Schlüsselwörter. Genau, also Punkt 1 finde ich sehr, sehr wichtig und rate ich immer allen meinen Kunden oder denen, die ich so berate, nutzt den Google Keyword Planner. Es ist, habe ich gesehen vor ein paar Wochen, als ich da wieder zugreifen wollte und keine aktive Google AdWords Kampagne laufen hatte, habe ich bemerkt, dass es eigentlich unglaublich schwierig ist, dass das Google wieder mal umgebaut hat, dass es unglaublich schwierig ist, da drauf zu kommen, wenn man keine AdWords Kampagne hat. Habe es dann aber doch noch rausgefunden. generell gilt aber, wenn man das Tool nutzt, da kommt dann direkt auch danach ein Beispiel, setzt wirklich auf Keywords oder eben Schlüsselwörter, die, das wird jetzt ein bisschen hier eigentlich so erklärt, das versuche ich auch ein bisschen zu, anders zu formulieren, zu nehmen, die eigentlich eine niedrigere, das zeigt euch der Keyword Manager dann an, oder Keyword Planner, Entschuldigung, die einen niedrigen Wettbewerb haben. Also sprich, wenn ihr jetzt für ein Keyword Internet ranken möchtet und da bei Google auf Seite 1 aufgelistet werden möchtet, ist das enorm schwierig, das beispielsweise eben ohne AdWords oder ohne ein Marketingbudget von Zehntausenden, was weiß ich, Euros zu haben. Deswegen würde ich, und das rate ich immer allen, würde ich wirklich auf more specific heißt es da, spezifischere Keywords
fokussieren, wie beispielsweise eben den Schulladen für Frauen oder den Schulladen in irgendwie einer gewissen Region, anstatt einfach nur Schulladen, weil das ist halt wirklich sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr grobkörnig, sehr allgemein. Und je grobkörniger, desto schwieriger ist es halt, bei Google oben zu erscheinen, ohne da was für zu bezahlen, weil halt die Anzeigen dann schon Priorität haben. Gut, dann ein weiteres Element ist der H1-Titel. Es gibt ja vielleicht ein paar wissen das vielleicht von euch, die H1 bis H6-Titel. Und der H1 ist mit Abstand der wichtigste, mit dem man halt Google unter anderem mitteilt, hey, das ist mein Haupttitel auf einer Seite oder auf einem Beitrag. Indexier das oder nimm das als quasi meinen wichtigsten Titel mit den Keywords drin und so weiter. Rechts seht ihr eine Beispielabfolge, wie das zum Beispiel aussehen kann auf einer einzelnen Seite mit den H1, H2, H3 und eben wichtig ist wirklich immer nur einen einzigen H1-Titel auf einer Seite oder einem Beitrag verwenden. Ja, Frage? Ja, genau. Kannst du die Frage kurz wiederholen? Ja, ich weiß, aber ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ja, mhm. Also du meinst grundsätzlich einfach so. Also die Frage ist genau, ob BR, also Break-Line-Text für Google ein Problem sind oder ob das egal ist. Ich würde sagen, es ist grundsätzlich egal, solange du das nicht dafür nutzt, um große Abstände zu kreieren. Also wenn es nur ein oder zwei Zeilen ist, ist es okay. Aber wenn du zum Beispiel 10 hintereinander hast, dann kann es negative Auswirkungen haben. Ich habe jetzt aber kein Beispiel oder keine konkrete Fallstudie oder so dazu, um das aufzuzeigen, dass es irgendwie negative Auswirkungen hat. Es kann aber sein, dass Google dann sieht, dass zum Beispiel der Seitenaufbau nicht so sauber ist. Also ich würde dann eher ein HR benutzen, also die horizontale Linie. Die kann man dann auch so aufblasen, dass man die unsichtbar macht und dann eine gewisse Höhe macht. Und dann, das fände ich jetzt zum Beispiel eine schönere Lösung, als da zum Beispiel ganz viele BR zu. Ja, andere Frage? Hat es einen negativen Einfluss, wenn H1, H2 etc. ähnlich oder gleich sind? Aus welchen Gründen auch immer? Nehmen wir mal an, es wäre so. Ja, also ich würde schon versuchen, das unterschiedlich zu gestalten auf jeden Fall, weil sonst kannst du halt Google damit verwirren, wenn du zum Beispiel ein H1 sehr, sehr ähnlich hast wie ein H2, dann ja, es kann negative Auswirkungen haben, aber auch hier wieder muss man sich halt fragen, ob dann der H2 wirklich nötig ist, wenn der sehr, sehr ähnlich zum H1 ist zum Beispiel, oder? Also, aber wenn er ähnlich ist, kann es durchaus hilfreich sein, das dann so zu lösen, auf jeden Fall. Ja. Beantwortet das die Frage? Ich habe noch eine konkrete Frage zu H1. Ist die Überschrift in meinem WordPress-Beitrag, ist das eigentlich H1 oder wirklich der im Textfeld, wenn ich eine Zeile markiere und sage H1? Also was ist eigentlich H1? Genau. Wo fängt es an zu zählen? Genau. Normalerweise, so wie ich es bisher erlebt habe, ist, wenn du oben den Titel eingibst für also direkt im WordPress Backend noch, wird das nicht als H1 genommen. Das ist wirklich nur fürs Backend. Und ich mache es immer so, das habe ich auch schon diverse Male jetzt bei meinen Themes und so weiter überprüft, dass ich wirklich im Textfeld selber dann H1 noch mache. Das kannst du dann ja auch im Quelltext dann überprüfen mit Rechtsklicks, Seitenquelltext anzeigen zum Beispiel, dass du wirklich nur einen H1-Titel dann hast. Aber so wie ich es bisher kenne, ist es wirklich so, dass du das direkt im Text vornehmen musst und das nicht im WordPress-Titel direkt so genommen wird. Ja. Ich habe nur eine Anmerkung dazu, weil auch Gutenberg nachher noch vorkommt. In dem neuen Gutenberg-Editor kannst du im Text selber nur noch ab H2 auswählen. Also da kannst du H1 gar nicht mehr wählen. Du musst dann in den Quellcode, um das zu machen, sondern im normalen grafischen Editor gibt es dann im Text erst ab H2 die und Überschriften und der Blocktitel ist ja sowieso dann H1. Soll die H1 mit dem Seitentitel und der URL übereinstimmen oder ist das egal? Das würde ich auf jeden Fall so machen, ja. Das ist auch eben bezüglich des Yoast-Plugins, das nachher noch kommen wird, sehr, sehr wichtig. Ja. Du hast ja pro Seite oder pro Beitrag ein Fokus-Keyword, also Fokus-Schlüsselwort. Und wenn das im H1-Titel und im Seitentitel vorkommt, ist es perfekt. Also das würde ich so auf jeden Fall so aufeinander abstimmen.
würde Google es checken, wenn ich die H1 aus welchem Grund auch immer auf Display non setzen würde? Weil ich das nicht ausgeben will. Bei Gutenberg? Nein, generell. Also ich mache dann H1 generell Display non. Checkt das Google nicht? Würde ich schon sagen, ja. Okay. Das würde ich so nicht machen. Ja. Das Display non ist generell nicht so eine gute Lösung, um das umzusetzen, ja. Genau. Sind gerade weitere Fragen noch? Sonst würde ich fortfahren. Cool. Was wollte ich vorhin noch sagen? Egal. Gehen wir mal weiter. Genau. Bitte keine Fragen zu Gutenberg. Ich nutze Gutenberg selber nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht nutzen. Ich habe ein Theme, das hoffentlich den Page Builder so umbaut, dass es ohne geht. Ich bin absolut kein Gutenberg-Fan. Entschuldigung. Anyway. Wisst ihr Bescheid. Dann genau, zum Beispiel des H1-Titels, also da habe ich zum Beispiel jetzt die New York Times genommen, hat mich sehr, sehr erstaunt, ich weiß es nicht, das ist schon ein paar Wochen her, seitdem ich mir das angeguckt habe, und zwar, man sieht ja hier, die haben den H1-Titel How a Court Shaped by Trump Could Restrict Access to Abortion, und wenn ich dann eins, habe ich das rausgenommen? Ja, wahrscheinlich rauskommen. Entschuldigung, auf jeden Fall soll das Beispiel eigentlich zeigen, also ich habe mir die Seite angeguckt und habe dann noch ein bisschen weiter runtergescrollt und habe dann noch einen zweiten H1-Titel gesucht, beziehungsweise gefunden, und war dann schon ziemlich erstaunt, dass so eine Seite wie die New York Times, die ja unglaublich viele Besucher hat, dann doch so, sage ich jetzt mal, relativ einfachen Fehler macht, weil ich doch davon ausgehe, dass die zum Beispiel so eine SEO-Abteilung haben, die dann sicherstellt, dass das eben nicht passiert. Genau. Dann, wie bereits einige Male schon erwähnt, zum Plugin, das ihr vielleicht die meisten von euch sicherlich kennen, das Gratis-Plugin Yoast, von einer holländischen Firma entwickelt, über 1 Million Installationen bei WordPress, sagt dir, wie es hier schön beschrieben ist, genau, was du optimieren solltest an der Seite bzw. an dem Beitrag, damit du eben den grünen Balken sogenannten bekommst, das dann soweit eigentlich dir anzeigt, dass du die SEO gut gelöst hast, beziehungsweise auch die Lesbarkeit gut ist und so weiter und so fort. Es ist wirklich super, ich kann das wirklich jedem empfehlen, weil es dir wirklich eigentlich ohne Wissen, du installierst das Plugin, gehst auf einen Beitrag, gehst auf eine Seite und ohne Wissen kannst du wirklich dann eigentlich durchlesen, was ist rot, was ist orange, was ist grün und dann die roten bzw. die orangen Punkte korrigieren. Und du hast eine erste optimierte Seite bzw. einen Beitrag. Noch nicht die ganze Webseite, aber eben einen einzelnen Beitrag. Klar, das ist am Anfang ziemlich viel Aufwand, aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall. Dann gibt es eben, wenn man das Plugin installiert und ein paar Beiträge optimiert hat, im Backend dann diese Anzeige. Also es sind zwei, die grünen, einmal oben ist ein gutes Beispiel und einmal rot unten ist ein eher schlechtes Beispiel. Wo man halt eben sieht, also das Ziel sollte auf jeden Fall das Grüne sein, logischerweise. Und wenn ihr das erreicht habt, dann könnt ihr wirklich stolz sein, weil das dann wirklich im Normalfall einen sehr guten Einfluss auf eure Page-Views hat, ohne dass ihr jemals dafür was bezahlt habt, nur durch Optimieren des Inhalts. Genau, Cornerstone-Content, das ist nur so ein kleines Spezialfeature, eigentlich spezifisch für Yoast. Und zwar heißt es eigentlich, das habe ich gerade vor einem anderen Kollegen separat noch erklärt, das kennen wahrscheinlich nicht so viele von euch, das habe ich übrigens auch auf dem WordCamp Europe in Belgrad dieses Jahr aufgeschnappt, kannte ich vorher selber auch noch nicht, war sehr, sehr spannend oder ist immer noch sehr, sehr spannend. Und zwar ist es eigentlich so, dass Yoast sagt, legt einen Beitrag oder eine Seite oder auch beides, aber immer nur eigentlich jeweils einen Typ davon, also einen Beitrag oder eine Seite eurer Webseite fest, die aber nicht die Homepage ist, also nicht die Startseite. Und das ist so eine kleine Checkbox, wie ihr eben unten seht, also unterhalb des Focus Keywords, die ihr anticken könnt. Legt eine Seite oder einen Post fest und dann wird Yoast das anders kalkulieren. Also sprich, für Google, Yoast sagt dann eigentlich Google, dadurch, dass ihr das als Cornerstone-Content markiert habt, dass dieser Inhalt eigentlich der wichtigste ist, neben der Startseite, die ihr auf der Webseite habt. Deshalb ist es auch super oder ziemlich wichtig, sage ich jetzt mal, wenn ihr diese Seite zum Beispiel dann als Cornerstone-Content markiert habt, dass ihr dann auch von anderen Beiträgen die interne Linking-Struktur so anpasst, dass ihr darauf dann verlinkt.
Also wenn ihr, eben das zum Beispiel jetzt hier die Seite mit WordCamp Europe habt, dann schreibt ihr zum Beispiel einen Blogbeitrag, jetzt nur als Beispiel zum WordCamp Würzburg hier, und ihr WordCamp Europe als Cornerstone-Content habt, dann stellt sicher, dass ihr im WordCamp im Beitrag von WordCamp Würzburg einen Link auf WordCamp Europe habt. Also dass die interne Linking-Struktur wirklich so funktioniert, dass ihr viele Links auf diese Seite bzw. den Beitrag habt, der als Cornerstone markiert ist. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass es einigermaßen verständlich ist. Sonst genau, gerne Fragen. Würdest du diesen Link dann bauen von dem Beitrag WP Würzburg zu Europe? Also als, als im Textlink? Ja, genau, normaler Textlink. Ja, genau. Entweder, wenn es sich ergibt, direkt im Text, also im Fließtext zum Beispiel. Ich war auch an diesem WordCamp, oder halt separat unten, zum Beispiel unter der Rubrik, ebenfalls interessant oder lesenswert oder so, halt klassisch am Ende des Beitrags. Ja, das kann eigentlich auf verschiedene Arten und Weisen funktionieren, aber im Prinzip ganz als einfacher Textlink, genau. Genau. Das habe ich alles schon erwähnt. Genau, das ist noch so ein bisschen eine Grafik von Yoast selber, dass man eigentlich eben vom Schwanz quasi sozusagen zum Kopf verlinken soll. Also eben ganz am Ende steht ja da more specific, also eben die ganz spezifischen Beiträge, die eigentlich nicht das Hauptthema der Webseite oder des Blogs widerspiegeln, die aber sehr, sehr auf eine Kleinigkeit oder eine Nische des Angebots eingehen, dass man von da aus eigentlich eben zum Kopf, also zum Beitrag oder zur Seite verlinkt, die eben zum Beispiel als Cornerstone markiert ist, und so dann eben sicherstellt, dass die gesamte interne Linking-Struktur, das zeigt einem ja Yoast dann alles an im Backend, so passt, und dass man zum Beispiel immer auf jede Seite hat man drei Links, die auf diese Seite verlinken, so eine kleine Faustregel, und drei Links, die eigentlich von dieser Seite wieder weggehen, also drei, die raufgehen und drei, die wieder weggehen, damit halt wirklich Google sieht, auch anhand der Sitemap, dass dieser Beitrag relevant ist. Weil wenn ihr halt einen Beitrag schreibt oder eine Seite habt, die jetzt keine internen Links hat, dann merkt Google irgendwann, okay, die ist gar nirgends verlinkt, die kann nicht so wichtig sein. Das heißt, die wird nie in den Suchergebnissen wirklich an relevanten Positionen erscheinen. Und dann sage ich immer, oder habe ich mich da so informiert in dem Sinne, dass es eigentlich besser ist, das sagt auch Yoast selber, diese Seite oder diesen Beitrag ganz zu löschen, weil man, wenn kein Link darauf folgt, dann ist er wahrscheinlich nicht so relevant. Genau, kommen wir zu den sogenannten Common Mistakes, also den, wie übersetzt man das denn, zu den meistgemachten Fehlern in dem Sinn. Das ist jetzt nicht mehr SEO on-page spezifisch, sondern einfach halt SEO. Ist ein bisschen allgemeiner wieder, aber wenn zum Beispiel die Webseite halt kein HTTPS hat, mag das Google nicht so. Google fokussiert sich ja oder rankt die Seiten höher, die verschlüsselt sind, und zwar komplett verschlüsselt. Es gibt auch sehr, sehr viele, bestimmt in Deutschland auch, ich kenne das nicht so im Detail, aber sehr, sehr viele Hoster, die das gratis anbieten, also Stichwort Let's Encrypt, kennen vielleicht ein paar von euch auch schon bereits. Da kann man via Hosting mit einem Klick meistens das aktivieren und hat dann SSL bzw. HTTPS für die ganze Webseite aktiv und kann es eigentlich danach vergessen, muss einfach darauf achten, dass man dann sogenannten keinen Mixed Content hat, mit HTTP, HTTPS vermischt und so weiter. Genau, stellt sicher, dass ihr HTTPS habt. Und man muss es erneuern, also letztendlich alle drei Monate oder so. Wenn man. Also meine Erfahrung ist, dass es sich immer selber erneuert. Das ist. Oder das macht der Hoster, genau, aber ich habe das noch nie selber gemacht, weil das Host, also ja, das macht der Hoster eigentlich normalerweise selber. Man muss sich nicht darum kümmern. Ich muss es alle drei Monate machen. Muss es selber machen. Ziemlich okay. Vielen Webseiten, ja. Dann vielleicht den Hoster wechseln. Nein, das ist letztendlich eine 3-Minuten-Sache. Das ist Copy-Paste von den URLs und dann ist gut. Mhm. Ja. Gut, dann das habe ich bereits vorhin schon erwähnt, da habe ich ein bisschen vorgegriffen, eben kein Mixed Content. Man sieht es nicht so gut, aber ich zeige es halt hier direkt darauf. Beim HTTPS vorne hat es kein grünes Schloss, sondern ein ganz kleines, das ist zum Beispiel Firefox, ein oranges Ausrufezeichen, das deutet halt dann darauf hin, dass die Webseite nicht komplett verschlüsselt werden kann, weil eben auf der Webseite, die eigentlich per HTTPS ausgeliefert werden sollte, auch noch eben unverschlüsselte HTTP-Elemente dargestellt werden. Und deshalb halt diese Warnung erscheint. Zu Nummer 3, es ist ein bisschen weiter hergeholt, aber gehört für mich halt auch zum Thema dazu.
schlechter Farbkontrast. Also da zwischen dem Home und über mich ist nicht einfach leer, sondern da hat's Menüelemente, das ist das Hauptmenü, aber man sieht die einfach nur in der orangen Schrift, wenn man mit der Maus darüber fährt. Und also sonst ist halt einfach komplett weiß und das ist halt sehr suboptimal. Genau. Dann, was ich auch gesehen habe, zum Glück auf nicht so vielen Webseiten, ist der sogenannte Lorem Ipsum Text, also der Blindtext, wo es eben heißt, hey, yeah, you wanna know me closer, und dann noch mit einem Smiley, und dann hier könnte dein About-Text stehen mit ganz vielen Fragezeichen, und dann dazwischen wäre auch noch Inhalt, aber den habe ich aus Gründen des Datenschutzes natürlich gekonnt, wie soll ich sagen, übermalt. Und dann darunter kommt der Lorem Ipsum Text. Also das ist wirklich eine Seite, die live ist, von einer Deutschen und die so online ist. Und ich habe sie auch schon darauf hingewiesen, aber es möchte irgendwie nicht angepasst werden. Das ist halt sowas, das ich leider überhaupt nicht verstehen kann. Das ist sehr, sehr schade. Wenn man schon eine Webseite hat, dann sollte man sicherlich keinen Lorem Ipsum Text darauf haben. Gut, dann zu Nummer 5. Die First View Load Time, also eben der Screenshot unten ist übrigens von der Seite webpagetest.org, und das kann man ja jede Webseite einfach eintippen und dann sehen, wie lange braucht ihr eigentlich zum Laden, wenn ich einen gewissen Server, zum Beispiel in Frankfurt ist ein sehr bekanntes Serverzentrum, das sie da anbieten, eingebe, und da zeigt es jetzt zum Beispiel, also eben das ist für Erstbesucher ohne Cache, wenn ihr die Seite aufruft. Da zeigt es zum Beispiel an 14 Sekunden. Oder? Und First Byte ist 0,7 Sekunden, das ist okay. Bei ganz schnellen Hostern ist das 0,3, 0,2 Sekunden, je nachdem, wenn bei WordPress Managed Hosting, also WordPress-spezifischen, für WordPress optimiertes Hosting, ist es da um die 0,2, 0,3 Sekunden. Aber eben die Load Time, also die First View über 14 Sekunden, ist doch ein bisschen länger. Also da sollte man wirklich gucken, dass das auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, zwischen 4 und 5, also ja, und unter 5 Sekunden ist, das wäre schon ziemlich gut. Obwohl ja die meisten eigentlich, zum Beispiel ja, hier in der Gegend oder auch in Deutschland, denke ich mal, eine relativ schnelle Internetverbindung haben, aber das ist eben nicht überall so. Deswegen, das sollte man schon auch beachten, wenn man mit dem Handy unterwegs ist und so, man hat nicht überall 4G oder was auch immer oder 5G, was ja bald kommt, ich weiß nicht, ob es hier schon raus ist. Es gibt auch langsamere Verbindungen und da möchte man doch auch aus Respekt, sage ich jetzt mal, oder aus Rücksicht auf den User, der dann mobile Daten braucht, haben ja nicht alle einfach so unlimitierte mobile Daten, die Seite so gestalten, dass sie schnell lädt und dass sie auch wenig Daten beansprucht und so weiter, dass sie nicht da 5 Megabyte oder so jedes Mal geladen werden müssen, nur wenn die Seite geladen wird, dass auch die Bilder optimiert sind und so weiter. Genau. Dann ein weiterer Faktor ist, das ist jetzt wieder ein bisschen technischer, das zeigt übrigens auch, das ist eine andere Webseite, die heißt, glaube ich, hackertarget.com, die haben so ein, ja, tönt extrem, extrem kriminell, ist es aber nicht, die zeigt dir an, die haben auch so einen WordPress-Scanner, die zeigen dir bei den meisten Webseiten an, auf welcher PHP-Version zum Beispiel die Webseite läuft. Und welche Plugins installiert sind, das nutze ich zum Beispiel auch zu meiner Kundenakquisition und so weiter. Welche Plugins installiert sind, welche Themes installiert sind, teilweise auch, also sehr häufig auch, welche User zum Beispiel im Backend da sind und natürlich ohne Passwörter. aber es zeigt eigentlich ziemlich viel an, ohne dass man irgendwelchen Zugriff braucht auf die WordPress-Webseite. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will mit dieser Folie ist, weil es ja da anzeigt, eben man hat da PHP in der Version 5.6.30 installiert, was schon sehr, sehr alt ist, ich glaube so um die 2, 2,5 Jahre oder so, und wird, glaube ich, seit Sommer 2016 nicht mehr weiterentwickelt, dass wirklich sichergestellt wird oder dass ihr sicherstellt, dass ihr PHP 7 verwendet, 7.2 im optimalsten Fall momentan, ich glaube momentan ist 7.2.8 oder so die neueste, dass ihr das da auf der Webseite habt, weil es wirklich auch einen Speed-Booster gibt. Hacker, ja genau, vielleicht nochmal ins Mikrofon bitte, genau. Wie hat die Seite gerade geheißen, die du gerade gesagt hast? Genau, die kann ich danach auch noch separat raussuchen, aber wenn ich mich richtig erinnere, müsste das Hacker Target, also mit CK, hackertarget.com sein, und dann kannst du oben übers Menü hat's einen WordPress-Scanner und da findest du das dann. Sonst kann ich dir das danach auch noch 1:1 zeigen, ich habe es bei mir gespeichert, genau. Gut, dann zum 7. und glaube ich schon fast letzten Common Mistake, sage ich jetzt mal, robots.txt File, das es ja auf jedem Server eigentlich haben sollte. Man findet es nicht immer leider, aber es ist ja normalerweise im Root-Verzeichnis abgelegt. Also wenn du
die Seite .de und dann /robots.txt aufrufst, dann müsste das eigentlich angezeigt werden. Der Klassiker, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, ist eben User Agent, dann der Stern, das ist okay, aber dann die zweite Zeile Disallow All verhindert halt leider in den meisten Fällen, dass Google überhaupt die Webseite indexieren kann. Deswegen sollte man das so anpassen, dass man entweder die zweite Zeile einfach rausnimmt oder ich empfehle immer, dass man auf der zweiten Zeile statt des Disallow, was eben sowieso raus muss, einfach Sitemap Doppelpunkt macht und dann den Link zur Sitemap reinmacht. Dann weiß Google direkt, wo die Sitemap zu finden ist. Und im robots.txt ist meiner Meinung nach der Link zur Sitemap sowieso am besten aufgehoben. Genau, also genau, das war der letzte Tipp. Perfekt. Dann andere oder weitere Tipps. Unbedingt die WordPress-Webseite mit der Google Search Console, ehemals Webmaster-Tools, verbinden. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil halt Google wirklich dann dir direkt Mails schickt mit Vorschlägen, was noch weiter optimiert werden kann und so weiter. Dann eben stell sicher, dass die Webseite schnell laden kann, am besten eben unter 4 Sekunden. Dann den Link noch weiter, dann hat DPS haben wir, Mobile First, kommt auch immer mehr, ist auch so, ja, ich sag jetzt mal, es wird wahrscheinlich immer wichtiger, weil die meisten Leute halt wirklich über das Smartphone oder über das Tablet surfen. Deshalb stellt sicher, dass wirklich die Webseite auch responsiv ist, sprich, dass sie auf dem Smartphone gut aussieht, dass sie auf dem Tablet gut aussieht, auf dem Desktop sowieso. Aber mit WordPress ist das in den allermeisten Fällen, wenn das Theme einigermaßen gut gemacht ist, müsste das eigentlich kein Problem darstellen. Genau, und dann als letzter Punkt, wähle deinen Webhoster gut, also oder weise. Weil es gibt halt sehr, sehr viele am Markt, wie ihr sicherlich alle wisst. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, sage ich immer, ist schon ziemlich schwierig. Und es kommt natürlich auch aufs Budget drauf an, das ist völlig klar. Aber es ist wirklich schon ziemlich wichtig, dass auch der Webhoster auf WordPress, würde ich mal sagen, zumindest ein bisschen ausgelegt ist, damit eben sichergestellt ist, dass die Webseite auch vom Webhoster aus schnell geladen werden kann, wenn ihr bereits selber die Optimierungen für Google oder für Suchmaschinen optimiert, die Optimierungen vorgenommen habt, so muss ich sagen, dass es dann nicht daran liegt, dass der Webhoster langsam ist, der Server des Webhosters langsam ist, dass eure Seite bei Google halt nicht oben erscheint. Genau, zusammenfassend, ja, ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind einfach so ein paar Tipps, die ich immer noch mitgeben möchte auf den Weg. Eben Metatitel haben, gute Beschreibung, Keyword Planner nutzen, Search Console nutzen, nur einen H1-Titel sicherstellen, dass die Webseite schnell lädt, HTTPS nutzen und eben das Yoast-Plugin via WordPress Backend installieren. Genau, das, I don't wanna cry, das trifft es ziemlich treffend zusammen, glaube ich. Das fasst es ziemlich treffend zusammen. Das war das erste Mal tatsächlich, dass ich jetzt diesen Vortrag so gehalten habe, super spontan. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon und ich stehe dann noch für Fragen zur Verfügung und bedanke mich sehr fürs rege Interesse. So, vielen Dank, Michael, für den sehr interessanten Vortrag. Genau, Fragerunde steht jetzt noch an, also ihr habt die Möglichkeit, löchert es jetzt, alle hören zu. Erste Frage ist, wie sehr sind die Sitemap.xml für Google noch relevant? Also wenn du jetzt das nicht über ein Tool generierst, allgemein meinst du? Genau, ja. Wird es noch für Google, steht es in einer hohen Relevanz für Google oder weil man Yoast liefert es eher mit, glaube ich. Ja, genau. Kann ich jetzt ehrlich gesagt so nicht direkt beantworten. Ich würde sagen, es hat immer noch eine hohe Relevanz, aber ich mache es halt immer so, dass ich es direkt über Yoast generieren lasse. Okay. Und dann die Sitemap so, dann gibt es, glaube ich, eine Page-Sitemap und eine Post-Sitemap und dann einfach den allgemeinen Sitemap-Link nutze, die halt dann eben diese beiden. Ja, und da ist halt, wenn du mehrere Post-Types hast von gekauften Teams, dann sind da teilweise auch noch die ganzen Teams, Team-Post-Types auch in eigenen Sitemaps und das, glaube ich, sollte man raus. Oder das kannst du dann auch ausschließen. Ja, genau, das geht das dann auch. Das vergisst man halt. Genau, ja. Hin und wieder. Mhm. Und dann ist noch JSON-LD für Googles Suche selber nicht relevant, oder? Dass du dann rechts die coole Bar hast, zum Beispiel über deinen Blog. JSON-LD? LD, also die Meta-Infos vom Blog. Mhm. Dass du dann, also weil ich hoffe das kaum, dass das dann Google wirklich angezeigt wird. Also
Ich habe das schon ein paar Mal eingebaut bei mehreren Beiträgen, Blogs. Ja. Aber ich kriege das nicht ein. So wie Wikipedia-Artikel, dass der dann gleich rechts steht. Ja, ja. Oder über den Schauspieler, dass die da eine Kim. Das da muss ich leider passen bei okay. Jason. Das, da kenne ich mich jetzt nicht okay, aus passt. Mit der Technik, sorry. Lohnt sich das EOS Pro-Version zu kaufen? Gute Frage, habe ich mir auch schon überlegt. Ich würde sagen, eher nein. Außer du hast wirklich den Bedarf, dass du auf einer Seite, damit werben sie ja auch, auf einer Seite mehrere Keywords zum Beispiel definieren möchtest. Dann kann es sinnvoll sein. Aber ich würde halt sagen, eher nicht. Also bei mir reicht die Kombination Google Search Console und das normale gratis Yoast-Plugin völlig aus. Und ich glaube für die meisten Seiten auch. Aber du kannst es versuchen und mir dann gerne von deinen Erlebnissen berichten, wenn du möchtest. Aber ich würde eher nein sagen, grundsätzlich. Ja. Kann ich mit Yoast die Seiten priorisieren, die ich in Google als Unterseiten angezeigt bekomme? Also direkt im einen Beitrag meinst du? Soweit ich weiß, nicht. Nein, das wird automatisch zusammengestellt. Konnte ich noch nie, habe ich jetzt noch nie eine Option. Das wird vielleicht noch kommen dann in der kommenden Version oder so, aber das ist mir nicht bewusst, nein. Darf ich seine Frage beantworten? Ja, natürlich. Ja, go for it. Kein Problem. Also ich persönlich würde sagen, es lohnt sich. Muss ich dir leider widersprechen. Okay, ja, ich habe also ihm ich keine... Es kommt darauf an, was man ja. damit machen möchte. Es lohnt sich dann, wenn du tatsächlich viel schreibst auf deinen Blogbeiträgen und die Lesbarkeit-Tools, die Yoast mitbringt, nutzen möchtest. Also die Funktionalitäten, die dieses Premium-Plugin bietet, wenn du die nutzen möchtest, dann lohnt es sich. Wenn du viel schreibst und nicht genau weißt, wie du deine Texte suchmaschinenoptimiert verfassen kannst, dann hilft dieses Plugin wirklich sehr. Für die Textverfassung. Also diese Lesbarkeitanalyse ist zum Beispiel sehr gut umgesetzt, auch für verschiedene Sprachen. Und wenn du nicht noch ein zusätzliches Tool installieren möchtest, um zum Beispiel Weiterleitungen zu handeln, das bietet das Premium-Plugin nämlich, schon integriert. Und von daher würde ich schon sagen, dass es sich für Menschen, die eben auf ihren Blogbeiträgen viele Inhalte veröffentlichen möchten und gute Texte schreiben möchten, für diese Leute lohnt sich das Yoast Premium-Plugin. Ja, danke für die Ergänzung auf jeden Fall. Es kommt halt wirklich auf die Bedürfnisse davon, finde ich. Ich möchte nicht sagen, ich stimme zu. Also mir gibt es ganz genau den Kappes und aus genau den Gründen. So gut. Das war Werbung. War es nicht schnell genug. Okay. Gut, gibt es sonst noch Fragen zu dem Thema oder Anregungen? Wir haben es ja gerade gehört, wir können uns ja hier austauschen, wenn jemand noch einen anderen Aspekt hat zu SEO. One-Page. Eine Frage habe ich vorhin, du hast das noch dargestellt mit der Sichtbarkeit, aber das spielt für SEO in Form von Google ja keine Rolle. Also du hast es mit dem Menü gezeigt, oder? Die Sichtbarkeit mit dem Kontrast? Das war eher so das Thema UX, also zu sagen, hey, guckt auf eure Kontrastdarstellung. Ja, es kann schon einen Einfluss haben, weil wenn man zum Beispiel mit Absicht irgendwo zum Beispiel einen Footer oder so einen Link einbaut, der auf weißem Hintergrund ist, mit der weißen Schriftfarbe, das mag Google nicht, weil das hat man bis vor ein paar Jahren so gemacht, dass man das so wirklich bewusst gemacht hat, um Google auszutricksen, aber jetzt merken die das und es ist halt nicht empfohlen und deswegen würde ich schon sagen, dass es einen Einfluss auf SEO hat. Also deswegen es ist so eine Kombination. Ja. Eines noch dazu, du hast gesagt, Yoast und Search Console reicht. Nutzt du externe SEO-Tools zum Tracken und wenn ja, welche und warum? Ganz kurze Antwort, nein, nutze ich nicht. warum nicht vielleicht? Also du meinst, um was genau zu tracken? SEO-Sichtbarkeit der Seite. Es gibt ja die diversesten Tools, SEObility, Sistrix, brauchen wir nicht drüber reden. Aber um die Seite einfach zu ranken, um zu wissen, wie bin ich dran im Punkt SEO. Ja. Nein, mache ich nicht. Das einzige Tool, was ich eigentlich nutze, ist Statify, das jetzt eben im Gegensatz zu Google Analytics halt nicht so viele Daten erhebt, aber da sehe ich halt einfach, wie viele Personen, egal woher oder wie alt oder dick, dünn, schwarz, weiß, was auch immer, auf meiner Webseite sind. Das nutze ich, aber jetzt keine spezifischen Tools, um zu sehen, wie gut die Webseite rankt. Ich versuche halt ab und zu wieder via VPN, zum Beispiel von einem anderen Land oder so, mich selber zu googeln, gewisse Inhalte zu finden und da halt zu schauen,
wie rank ich oder wie hoch bin ich, was auch immer. Aber jetzt nicht so Spezialtools oder so, weil es gibt vielleicht, also es gibt ziemlich sicher auch Gratis-Versionen, aber da möchte ich jetzt kein Geld investieren dafür. Aber ja, kann man sicherlich machen, aber habe ich jetzt so selber nicht im Einsatz, nein. Ja, noch eine Frage da hinten. Und zwar würde ich gern wissen, wenn ich jetzt auf der Homepage CEO, unter, also CEO Title und die Meta Description eingebe und das dann mir auf Google eigentlich so anzeigen lassen möchte, wie ich es eingegeben habe, klappt es oft nicht, sondern der nimmt sich oft, also Google nimmt sich oft aus meiner Seite dann irgendwo Textbausteine raus und er findet das selber oder ja, macht das selber irgendwie was rein. Wie kann ich denn das vermeiden, verhindern? Also das ist immer der Standardfall, also du sprichst jetzt nicht direkt von Yoast, oder? Genau, allgemein. Genau, da würde ich eben sagen, installiere das Yoast-Plugin. Wenn du zum Beispiel eben kein SEO-Plugin hast, dann macht das Google tatsächlich automatisch. Wenn du aber zum Beispiel das Yoast-Plugin hast, kannst du im Backend für jede Seite, für jeden Beitrag, natürlich auch für die Homepage, definieren, welche Metabeschreibungen, welchen Titel du da haben möchtest. Und dann dauert es meistens 2-3 Tage und so und dann indexiert das Google. Es klappt meistens nicht sofort. Aus meiner Erfahrung, es dauert meistens 2-3 Tage, bis das dann aktualisiert wird. Und dann kannst du wirklich 1-zu-1 definieren, welche Beschriftung du da haben möchtest. Aber wenn du das so nicht überschreibst in dem Sinne, dann genau ist es so, wie du gesagt hast, dann baut das Google so zusammen automatisch aus dem Inhalt deiner Webseite, was in den meisten Fällen halt nicht die beste Lösung ist. Genau. Beantwortet das die Frage? Ja. Gut. Danke. Ich hätte vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung zu deiner Frage bezüglich der Meta-Titles und Description. Also du kannst, also selbst wenn du Yoast nutzt und Titles in Descriptions eingibst, solange Google der Meinung ist, dass deine Angaben nicht relevant sind für die entsprechende Suchanfrage, wird Google das ständig verändern. Und das machen die auch. Also es ist nie so, dass das immer derselbe Titel ist, sondern je nachdem, wie die Suchanfrage lautet, wird Google das entsprechend so umbauen, dass sie der Meinung sind, dass das für den Besuchenden relevant ist und dementsprechend derjenige auch draufklickt. Also so 100%ig fix wird das nicht funktionieren. Das habe ich jetzt so, muss ich sagen, noch nie gesehen. Also das habe ich jetzt so noch nie erlebt, dass Google da was an meinen Angaben geändert hat. Ist das neu oder das habe ich jetzt? Okay, ja gut, aber dann kommt es wahrscheinlich sehr darauf an, ob du wirklich dann eine Meta-Beschreibung hast, die relevant ist zur Seite oder nicht. Wenn sie wahrscheinlich nicht relevant ist, dann ist es wahrscheinlicher, nehme ich jetzt mal an, dass es überschrieben wird. Aber wenn es relevant ist, dann wird Google, glaube ich, nicht kommen und das überschreiben. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wichtig ist eben dafür zu sorgen, dass der Titel und die Description nicht das wiedergeben, in erster Linie, zu was du gerne ranken möchtest, sondern das, was tatsächlich auf der Webseite an Inhalt vorhanden ist. Genau. Das ist klar, ja. Meintest, man kann ohne das Yoast-Plugin in WordPress nicht wirklich priorisieren, welcher Text in der Meta-Beschreibung dann auftaucht. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt eine Website habe, die nicht auf WordPress basiert? Wie kann ich dann die Meta-Beschreibung festlegen? Also wenn es eine vollkommen customized Website ist, dann kannst du den Meta-Description-Tag ja direkt im PHP- bzw. HTML-File anpassen. Das geht schon. Aber ja, da ist alles ja auf WordPress basiert, habe ich jetzt mal nur auf WordPress das so angepasst. Aber du kannst natürlich, wenn du direkt eine fully customized Webseite hast, kannst du es da schon anpassen auf jeden Fall, ja. Als SEO-Experte hat zu uns öfter mal gesagt, dass man nicht nur einmal H1 verwenden sollte, sondern auch nur einmal H2 und erst ab H3 Mehrfachverwendungen erlaubt sind. Stimmt das oder ist das Fehlmeinungen? Also wir machen das bei unseren Websites also fast immer so, dass nur einmal H1 und einmal H2 ist und erst ab H3 dann Mehrfachverwendungen erlaubt sind. Habe ich jetzt so noch nie gehört und würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so unterschreiben. Es kommt darauf an, wie wirklich die Seite oder der Beitrag aufgebaut ist. Also ich sehe jetzt keinen Nachteil, muss ich sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel 5 H2-Titel habt. Also ich glaube nicht, dass das relevant ist, aus meiner Sicht, und das ist ja auch ja, relevant, der H1-Titel, dass der wirklich nur einmal verwendet wird, aber ob jetzt der H2 auch noch einmal verwendet wird oder dreimal, das macht meines Wissens keinen Unterschied. Ja, ja, ähnliche Frage, also wenn ich den H1-Tag praktisch habe und 5-mal eine H1-Überschrift habe, inwiefern straft das Google ab oder
Google kann halt dann nicht priorisieren, was ist dein Titel, was, weil Google stuft es halt schon als wichtig ein, dass sie einen Titel haben oder zur Seite, zur Webseite, zur Seite, besser gesagt, oder zum Blogbeitrag. Und wenn du fünfmal einen H1-Titel hast, das fünfmal was anderes aussagt, weiß Google halt nicht, worum geht es überhaupt. Oder du verwirrst halt, das ist wie wenn du einem Menschen fünf Äpfel gibst und ihm sagst, entscheide dich für einen, dann kann er sich um die alle gleich aussehen oder ähnlich aussehen, sage ich jetzt mal, kann er sich nicht für einen entscheiden. Wenn du ihm aber nur einen Apfel gibst, ist es klar. Deswegen, das würde ich so ähnlich einstufen, also einfach nur eine Möglichkeit geben und dann ist der Fall klar. Dann noch eine Anmerkung zu, da würde ich zu Maya, zu dem Barrierefreiheit-Vortrag gehen, weil da auch diese Screenreader bei Barrierefreiheit natürlich das Priorisieren aufgrund der Hierarchie von den Überschriften. Deshalb, also das ist nicht günstig. Man sollte es wirklich so strukturieren, wie man auch im Prinzip ein gedrucktes Dokument strukturiert. Und dazu gehört eben, dass es ein Buchtitel, sage ich mal, einfach gibt oder eben in dem Fall Beitrag oder Seite und der Rest einfach unterstrukturiert wird, dass es eine logische Struktur gibt. Und deshalb mehrere H1 sind, glaube ich, für diese Screenreader auch ziemlich nervig oder funktionieren nicht oder gibt dann Probleme, dass nicht die richtige Reihenfolge vorgelesen wird oder sowas. Ja. Genau. Genau, absolut richtig. Also kann ich nur zustimmen. Ja. Okay, gut. Dann sage ich vielen Dank an Michael nochmal. Danke auch. Danke für die rege Beteiligung. Dann schließen wir das hier. Cool. Vielen Dank. Danke.